Jetzt könnte ich es kommen, tut es einem weiter. Game. Mit interessanter Menümusik, könnte man sagen. Das hier ist die Notebook Collection Volume 1 von Ann Overfinker, den ihr vielleicht von See No Fear und Erebos Heaven kennt. Wahrscheinlich eine der neuesten und jüngsten absoluten Horror-Hoffnungen in der Szene, die wir haben. Und der hat vor den beiden anderen Games diese Collection hier rausgekommen, wo er anscheinend 8 Ideen für Horror-Games einfach in einer Stunde zusammengefasst hat, die man einfach alle am Stück spielt. Das könnte gut werden. Das könnte sehr interessant werden. Von den Reviews her ist das richtig, richtig, richtig gut. Und ich fände es sehr beeindruckend, wenn ein Typ es anscheinend alleine geschafft hat, irgendwie eine bessere Collection zu machen, als die Dread X-Dinger und sowas bis jetzt irgendwie immer gewesen sind. Aber mal schauen. Ich meine, es ist auch wesentlich kürzer dafür. Ich meine, jedes Spiel geht wahrscheinlich unter 10 Minuten, schätze ich mal durchschnittlich. Und das heißt, ja, vielleicht, hey, komm. Ich bin voller Hoffnung, ich bin gespannt. Ich freue mich hier drauf. Ich weiß auch, dass er in 1,5 bis 2 Monaten ein neues Spiel rausbringen wird, wo ich auch sehr gehypt drauf bin. Ich habe schon ein bisschen mit ihm geschrieben, der meint, ja, das wird so sein Take von Maskottchen-Horror, aber halt in gut gemacht. Bin ich interessiert dran auf jeden Fall. Okay, wir springen rein. Ich weiß nichts über die Spiele. Shit, here we go. Here's a little bit like this. Okay. A Interact, sind sehr viele Kapitel. The house on the corner of Elm Street and Chrono Lane is haunted. What's freaky is the lights still work. Porch light turns on every Monday and it looks like as if someone lives there. Somehow, someone gets attracted to that house every year just to be taken to hell. Well, that's what everyone says. But no one can prove it, since obviously there's no proof people go missing. Say the reason is that the world forgets about the person ever existed. Huh. Creepy. One apparently lived, though. I found their online profile. 423 stated they only survived because they didn't walk near the skins, whatever that means. Turning on all the lights, it made absolutely no noise whatsoever. They ended up cutting off their own tongue to not yelp or scream, and one last note was that a floorboard creaked loudly, and they had to stand still, which felt like a lifetime. Okay, interessante setup. So, my smart ass, I'm gonna break in, see what the hell is going on there, and just cut off my tongue and survive, you know? If that's all it takes to become internet famous, count me in. Na gut. No, seriously, I'll record my time there to get that proof and show everyone nothing happens there. So, basically, turn on all the lights so nothing can get me. Make no noise. Don't go anywhere near the skins, whatever that means, sure. Turn on all the lights. Make no noise. Don't go anywhere near the skins. Yep. Turn on all the lights. Make no noise. Ich hab's verstanden im Spiel, aber... Turn on all the lights. Make no noise. Don't go anywhere near that. Oh Gott. Okay, also es gibt ein verfluchtes Haus irgendwo in der Nähe von dem, wo der Teenager hier wohnt. Und der hat anscheinend mitbekommen, dass einmal pro Jahr irgendwelche Leute vermisst werden und sich halt nicht mehr aus dem Haus rausbegeben konnten. Und alle in der Umgebung sagen, das Haus wurde anscheinend verflucht. Also so ein Mythos da, aber die Lichter gehen noch an. Und die eine Person, die es anscheinend überlebt hat, hat danach irgendwie online gepostet, dass man halt nicht in der Nähe der Häute gehen darf, was auch immer das heißt. Keine Geräusche machen darf und alle Lichter anmachen muss. Und, oh. Und wir wollen das jetzt halt für uns selber sehen, was hier abgeht. Eine Sache, die ich an ihm als Entwickler sehr mag, ist, er ist von seinen eigenen Sachen sehr überzeugt. Zum Beispiel lässt er halt wirklich hier so einen Klischee-Teenager für die ersten 3-4 Minuten einfach seinen Monolog führen und cutte das nicht kurz oder sowas, sondern ist einfach davon überzeugt, dass das jetzt halt für das Spiel eine gute Idee wäre. Was mit der Kamera ist gut gemacht, mit der Lore und Framerate und so. Dass halt atmosphärisch ein gutes Ding ist. Und dadurch, dass es halt selbst so ernst nimmt, wirkt es dann auch ernst im Kontext des Spiels. Wenn man sich halt irgendwann als Entwickler vielleicht denkt, ja okay, das könnte vielleicht komisch kommen.
und dann vielleicht einen Schritt zurückgeht und sagt, nee, komm, ich mach vielleicht nur ein bisschen von dem Dialog oder sowas, dann hat es nicht mehr diese Überzeugungskraft, die sowas manchmal braucht, damit es dann im Endeffekt auch wirklich ernst genommen wird und cool wirken kann. Gefällt mir. Ist er draußen? Oder vergisst es? Keine Ahnung. Okay, gar keine Geräusche machen, Lichter anmachen. Nicht in die Nähe der Häute gehen. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ist hier ein Lichtschalter? Raus willst du nicht mehr? Na gut. Oh. War ein Geräusch. Was ist das da? Sehe ich das so? Ein Polizeiwagen, ja? Absolutely no noise. Und was er auch meint, ist, dass die Person, die es halt anscheinend hier vorher überlebt hat, sich die eigene Zunge rausgeschnitten hat. Damit man auf keinen Fall Geräusche macht. Was ist das hier? Okay, wo sind die anderen Lichtschalter, Mann? Überall draußen Polizei? Das hier, kann ich den anmachen? Nicht. Hör mal, ist das das gleiche Haus aus Erebos Heaven? Ne, ich glaube nicht. Warte. Oder? Ich habe so ein paar Assets sind die gleichen. Okay. Nee, doch nicht, oder? Ich bin mir unsicher. Aber ich meine, die Stehlampe war die gleiche. Kannte ich doch irgendwo, ja. Das hier? Ach, Mülleimer oder so. Ich sollte vielleicht mehr auf die Kamera achten und weniger. Die kann ich nicht anmachen, ne? Oder ist hier irgendwie genau die eine Stelle? Ne. Kann ich nicht aufmachen. Hier muss doch irgendwo. Ist das hier ein anderer Lichtschalter? Oh, keine Ahnung, ist anders ausgemacht. Ich kann es nicht mehr ausmachen, okay. Na gut. Ja, das hier ist aber die Treppe, die kennen wir. Okay. Don't go near the skins. Los. Was? Nee. Na gut. Jetzt ist ja alles in Ordnung. Ein Schalter. Was ist das da draußen? Keine Ahnung. Diese komischen. Seht ihr das da? In der Mitte zwischen den Fenstern, dieses komische Verpixelt, was die ganze Zeit vibriert. Habe ich von schon auf der anderen Seite gesehen. Bin mir unsicher, was das ist. Hier drin ist alles in Ordnung. Scheint. Dunkle Ecke, whatever. Geht da noch irgendwo Lichtschalter, den ich übersehen habe? Ja. Wenn wirklich viel Licht macht, das jetzt ja auch nicht, ne? Ist das hier ein. Ich will da nicht hin, ich weiß nicht. Ob das gefährlich ist. Okay, netter Raum. Du bist an? Ja, du bist an. Hier noch was? Ja. Okay, ich meine, jetzt alles sehr in Ordnung. Nicht so viel passiert. Wahrscheinlich ist unten noch ein Zimmer, ne? Wahrscheinlich ist unten noch ein Zimmer. Du bist an. Hier ist es sehr dunkel. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein Lichtschalter. Gesehen habe. Da. Alles in Ordnung, scheint so. Windschalter. Nee. Okay, es ist sehr ruhig. Es ist sehr ruhig. Es ist so ruhig, dass ich langsam. Dass langsam so ein 180 gemacht hat und ich mich nicht mehr sicher fühle, sondern irgendwie hinterfrage, okay, irgendwas. Was ist hier doch? Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich kann nicht raus. Make no noise. Keep away from the skins. Ist das hier? Wieder der Mülleimer, ne? Ja. Warum ist das Zimmer hier so dunkel? Es kann nicht sein, dass hier kein Lichtschalter ist. Das kaufe ich dem Spiel nicht ab. Hier ist nix, da ist nix, da ist nix. Nee, 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 nee. Hier. Okay.
Wann ist alle? Ist auch nichts. Habe ich hier in der Seite vielleicht ein Zimmer vergessen? Nein, habe ich nicht. Okay, dann schätze ich, gehe ich mal hoch. Denn selbst mit Licht an ist alles so unfassbar dunkel. Wenn ich echt auf die Kamera achten muss. Nee, nee, an, an. An, alles ist an. Was muss ich jetzt machen? Sehe ich vielleicht in irgendeinem Raum was in der Kamera, was ich in. Das. Sehe ich ihn echt nicht. What the fuck? Okay. Sehe ich noch irgendwo sowas? Okay, interesting. Vielleicht sehe ich irgendwo einen Raum, den ich hier rein kann. Der nur offen ist, wenn ich hier durchschaue. Etwas gesehen im Augenwinkel. Gott, damit. Alles normal. Das ist atmosphärisch gut. Das ist atmosphärisch ziemlich gut. Hier ist nichts. Licht ist an, ne? Ja. Was ich sehe hier draußen? Hm. Will ich vielleicht einfach wieder rausgehen? Die Tür geht nicht. Sind wir da? Keine Ahnung. Was mit der Tür, aus der ich gekommen bin? Warte mal, ist hier was Neues? Anders, warte mal. Ah, das ist die, nee, das ist die Tür, oder? Das ist ein Schrank, oder? Ja, das ist ein Schrank. Kann ich aber gehen? Nein. Okay, es muss irgendwas mit dem Ding da oben sein. Dem komisch fragwürdigen Ding. Das wird nicht die Skin sein, von dem wir am Anfang geredet haben, ne? Mit der wir ganz weit wegbleiben sollen. Denn für mich sahen das aus wie zwei Matratzen oder so, die einfach in der Luft geschwebt haben. Die sind jetzt aber wirklich nicht in der echten Welt, oder? Doch, eine schon, aber. Versteh's nicht. Was ist das? Was ist das? Hier ist ein Kissen. Ja. War das? Ein Schatten, fuck my life. Okay, hier ist es. Warte mal. Oh Gott, what? Oh Gott. Oh Gott. Wo geht's hin? Raus? Tue ich nicht. Okay, dann schätze ich hoch. Oh, es ist ganz komisch, wenn die ganze Zeit nur auf diese kleine Kamera schaut, die man in der Hand hält. Okay. Okay. Im Menü leider gesehen ist, das Spiel eine Stimme in manchen Momenten aufnimmt. Also vielleicht muss ich jetzt kurz still sein, sonst sterbe ich.
Die mitnehmen. Oh, 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 wow, 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 wow. Welche durch? Okay. Natürlich. Ist der Weg raus? Eigentlich. Ja, ich meine, ich sehe Himmel. Danke, danke. Ja, der Perspektiven-Switch war permanent richtig cool gemacht, vor allem das am Ende jetzt halt so aus dem Haus. Direkt das nächste Level, ja? Alone White Canvas. Alone. Das ist Thaddeus Level. Das war's. Okay, ich schätze leichte Übergänge vom einem Level zum nächsten. Leichen überall. Achso, so halb, ne? Sieht eher aus, als ob es einfach Klamotten wären, die halt blutig wo rumliegen. Und die Hände? Ja doch, so ein bisschen. Aber ich meine, der Kopf sieht nicht abgeschnitten aus oder so. Ist sehr komisch. Aber es war stark. Ich meine, es hat ein bisschen lang gedauert tatsächlich, aber... Das war schon eine gute Grundidee. Eine der besseren Umsetzungen von so einem Spiel, wo man... nur mit der Kamera Sachen sieht. Wenn die Übergänge weiterhin so smooth bleiben, wäre das echt großartig. Get up, 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 get up
Ach du Scheiß nicht. What happened? Ich bin mir unsicher, ob das Spiel gecrashed ist oder ob so gedacht ist. Okay, das Ende hat gerade mein komplettes Setup hier gecrashed. Ich bin mir auch nicht sicher, was das jetzt war, weil ich meine, der Name von dem Spiel war nichts, was jetzt hier dabei ist. Es war also wahrscheinlich wirklich einfach das Ende von dem ersten Game. Aber es hat halt so langsam und so lange gedauert, da hinzukommen, dass ich schätze, keine Ahnung, ich hoffe einfach, das war der Übergang zum nächsten Spiel. Und wenn wir das jetzt starten, fehlt uns da jetzt nicht groß was. I don't know. Im Menü steht auch, also auf der Steam-Page, dass es 8 Spiele sind. Ich meine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht fehlt für das eine Ding einfach der Screen. Das war das Ende davon, so ein Bonus-Chapter-mäßig, keine Ahnung. Wir springen ins nächste Spiel rein, schauen, wie die sind. Das erste war eine nette Idee. It goes a little bit like this. Let's go. Then go more like this. Just a peep. Okay. Interesting. Interesting. So ein Film noir-artiger Comic-Look. Jetzt ist das meine Wohnung. God damn, das ist eine dystopische Stadt, bitte. Jesus Christ. Holy shit. Nette Spielerei. Dadurch, dass halt über uns der Balkon von unserem Nachbarn oder Übernachbarn ist. Können wir nicht mal sehen, wie weit das hier hochgeht oder runtergeht, ne? Okay. Ist das ein Fahrstuhl? Ich habe keine Ahnung. Jetzt das sollen wir nehmen? Du verstehst es einfach nicht. Es ist zu viel für mich. Vielleicht springe ich einfach. Und lass das alles gehen. Okay, wir sind also wo hier. Warum tust du das immer? Was? Aber dass ich versuche abzuhauen, macht mich zu einer schlechten Person. Ich will ein besseres Leben haben. Als Maul, wir würden dort draußen nicht mehr überleben. Schau dich um. Es gibt nichts mehr. Lass uns hier verschwinden. Wohin denn? Wo wollt ihr denn hin verschwinden? Punkt. Boom, boom. Okay, das einzige sprechende Kuscheltier. Besorg dein eigenes Boom Boom jetzt. Ich vermisse dich. Ich hoffe einfach, dass dieser Albtraum bald endet und diese letzten Tage waren einfach, naja. Sie haben erzählt, dass sie die eine Sektion anscheinend sauber gemacht haben. Okay, also anscheinend lebt einfach der Rest der Menschheit hier in irgendeinem strangen Ort, während angeblich irgendwer die Erde aufräumt, was wahrscheinlich nie passiert. Habt ihr das nicht eben schon gelesen? Okay, wir machen das mal zu Ende, aber vielleicht müssen wir alle komplett mitbekommen, bevor wir weggehen. Ja, also von so einer Collection erwarte ich eigentlich auch einfach nur gute Ideen, gute spannende Ideen, die halt als Konzepte irgendwie gut funktionieren, aber niemals als ein volles Spiel klappen würden. Das hat jetzt tatsächlich meiner Meinung nach die Dread Collection sowas nie so gut geschafft, weil die haben halt einfach meistens Indie-Horror-Games reingepackt in irgendeiner Form. So 15-Minuten-Dinger, die halt dann vielleicht nicht unbedingt was super Spannendes waren. Okay, das hier wiederholt sich anscheinend einfach immer. Das haben wir auch schon. Ich vermisse dich. Boom, boom. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist denn da? What the fuck? Dings auf die andere Seite gesprungen. Ja, wir scheinen ja keine große Angst davor zu haben, anscheinend. Oder? Das ist eine Reflexion, Mann. Steh hier in dem roten Kreis. Okay, mach ich. Steh hier. Oh Gott. Der macht hier keinen Jumpscare. Ich kenne den Typen. Der genießt das Leid, was wir haben, während wir damit was rechnen. Ja, das ist gut.
Das ist gut, okay, wir haben Burger bekommen. Wahrscheinlich von, keine Ahnung, den Arbeitsrobotern und sowas, die hier leben und uns mit Nahrung versorgen, während draußen irgendwas abgeht. Wohin? Für die Tür bitte. Licht aus. Zumachen, schlafen gehen oder so? Bin ich hier nicht lang? Nee. Ich nicht. Okay. War das? Ist ja noch nicht mal sicher, oder? Ich meine, das ist einfach nur eine ganz normale scheiß Balkontür. Whatever. Gute Nacht, schätze ich. Ey, Mann. Der Typ hat einfach ein Händchen für ruhiges Pacing. Ich mag das. Der lässt doch einfach mal die Stille auf sich wirken. Ding Dong. Irgendwer klopft von hinten an. An die Balkontür. Oh, der Schatten. Eine Kamera? Oh Gott, filmen wir uns jetzt selber beim Schlafen? Wir wollen uns nicht umdrehen. Ist gefährlich, das Ding anzuschauen? Oh Gott. Wir haben einfach geschlafen? Gut, Mann. Nicht mehr da. Nicht mehr da. Das hier? Ein Lichtschalter? Ne, im Fernseher angemacht. Ne? Ah. Kaffee. Fast 3 Jahre. Okay, wir leben jetzt angeblich sicher. May nature forgive us for what we have done. Das ist ein guter Satz. Frage ist, was haben wir denn gemacht? Ich meine, in irgendeiner Form haben wir wahrscheinlich die Erde zum unlebbaren Ort in irgendeiner Form gemacht und dann sind vielleicht diese Dinger da passiert? Oder da ist ein Smiley, das macht mich ein bisschen nervös. Oder die Dinger, das Ding, was wir eben gesehen haben, ist nicht echt und das ist in irgendeiner Form so eine Manifestation von unseren Gedanken? Wie wir uns fühlen, hier in dieser Welt zu leben? Schwer zu sagen. Aber der Entwickler hat anscheinend, das hat er auch in seinen beiden anderen Games gemacht, dass man irgendwelche Radio-Calls oder irgendwelche Fernsehsachen mitbekommt, die darüber informieren, wie die Welt halt draußen ist. Vielleicht spielt das alles so in der gleichen Welt. Er hat vielleicht versucht, so ein kleines analoge so ein kleines analoges Horror-Universum zu erschaffen, wo alles vielleicht in der gleichen Welt spielt oder so. Wenn das in seinem nächsten Spiel auch mit drin ist, gucke ich mir das, glaube ich, mal genauer an. Weil vielleicht will er irgendwie, vielleicht ist das wirklich alles in der gleichen Welt. Und wir können ein größeres Bild irgendwie daraus ziehen und verstehen, was er hiermit irgendwie sagen möchte. Holy shit. Oh Gott. Denke, ich soll nicht wegschauen von dir, oder? Oh Gott. Darauf! Habe ich es reingeschafft? Habe ich es rausgeschafft? Was passiert? Das war's? Das war's. Wir sind tot. Na gut. Ich meine, I guess. Aber es war stark. Das war überraschend stark irgendwie. Das hat mir gefallen. Das ist ja genauso, was ich in so einer Demo haben will. So ein kleiner Teaser von der Idee, die man hatte, wo der Entwickler sich dachte, ja, cool, aber daraus mache ich niemals ein Spiel, was länger geht als 10 Minuten. Das dann so zusammenzupacken, ist solide. Ist solide. Was haben wir hier?
Hi. Hallo. Hast du dich verlaufen? Mensch, komm näher. Ich werde dich nach Hause bringen. Ist das so? Oh, damit. Hallo, du denkst, es würde so einfach sein, du erbärmlicher, ekelhafter Haufen menschlichen Mülls. Wir werden ein Spiel spielen. Wenn du gewinnst, kannst du gehen. Wenn du verlierst, werde ich auf deinen Knochen kauen, dein ekelhaftes Blut gurgeln, als ob es Nikotin wäre. Und in deinen Augenlöchern rumlecken. Okay, hier sind die Regeln. Die Regeln sind simpel. Block die Angriffe aus der Richtung, aus der sie kommen. Okay, mit einer Richtung und einem Block-Button. Und das gleiche mit Angriffen. Es gibt einen Timer. Wenn der Timer 0 erreicht, werde ich meinen Zug beenden. Komm, ich zeig's dir mal. Mit einer Vision eines unglücklichen Menschen, der vor dir kam. Was? Wow, 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 wow. Das wirkt ein bisschen Inscription inspiriert. Ich meine, nicht unbedingt, das ist ein Kartengame, aber so von der Mischung aus irgendwie so ein Turn-Based-Game zusammen mit Horror und so. Zumindest so der Genre-Mix mit dem abstrakten Style und alles. Attack was blocked, er took no damage. Okay. Watch your blocks right side. Ich sollte links angreifen. Muss an den Karten nah dran sein. Oh Gott, was mit Zeitdruck ist, dann wird das schwer. Dann wird es echt fies. Vor allem bewegen wir uns anscheinend echt langsam. Watch yourself, Lord. Okay, gut, ich hab's verstanden. Was ist denn hier? Timeskip. Ich hab ihn verdammt nochmal aufgefressen. Er ist stark, er ist stark. Alright, Watcher. Links. Er blockt links. Also ich greife rechts an. Attach. Haha. Du Meme-Lord. Ja, attach. Ich merke schon. Oh. So. Ja, komm, wo ist Attack? Da. Wir haben ihn gedamaged. Smiley Face wird wahrscheinlich nicht gut sein. Er blockt links, das heißt, ich greife wieder rechts an. Rechts. Attack. Boah, der Arztteil ist cool. Der Arztteil ist wirklich gut. Okay, rechts. Greifst du nicht mal an? Ich bin gerne. Okay. Vielleicht auch so die Tutorial-Runde oder so? Wir haben einfach ein bisschen mehr Freiraum. Oder ist das wirklich random, nur ein bisschen Glück? Okay, er greift von rechts an, das heißt, ich blocke rechts mit. Lock, lock. Lock. Boah, irgendwann gibt es doch bestimmt das Ding nicht, was wir brauchen, oder? Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Irgendwann gibt es das einfach nicht. Okay, haben es geblockt? Ja? Ja. Okay. Was, wenn ich selber angreife, wenn er angreift? Kann ich so einen Counter-Attack machen oder so? Oh fuck, das wollte ich nicht. Nein, 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 shit, aber ich greife auch an. Ja, wir können Damage traden, immerhin, okay. Machen wir das nochmal? Ne, komm, wir blocken erstmal. Nicht, dass wir irgendwie mehr Damage bekommen, wenn wir öfter in Folge was abbekommen oder so. Oder den Critical hittet, was weiß ich. Okay, rechts angreifen. Attack. Did it? Du Scheißhaufen, du denkst wirklich, es ist Zeit für dich nach Hause zu gehen? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir werden zwei Moves benutzen. Mach den ersten und dann den zweiten und jetzt stirb. Okay. Oh Gott, oh, die Musik! Okay, links angreifen. Links. Angreifen. Double Damage, komm. Stark, stark. Boah, Sounddesign, so stressige Atmosphäre hat der Typ echt drauf. Okay, rechts angreifen, links blocken. Links blocken. Links blocken. Ja? Ja. Rechts angreifen, links blocken. Wieder. Links, 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 links.
Knochen. Rechts angreifen, rechts blocken. Wo ist das? Da. Rechts blocken. Ja, das ist ein Spiel. Sehr links angreifen, rechts angreifen. Das Konzept ist stark, aber ich merke schon, das hat nicht mehr als 5 Minuten Gameplay, weil jetzt ist halt schon klar, was man machen muss. Jetzt ist auch nicht mehr so effektiv alles. Aber cool, das ist genau eine Art von so einer Spiele-Compilation, wo sowas, so ein Ding rein soll, finde ich. Links blocken, rechts blocken. Noch ein Block. Da, okay. Beide geblockt. Rechts angreifen, rechts blocken. Da. Nicht attach, aha. Links angreifen, links blocken. So. So, ein Hit noch, ne? Glaube ich. Na ja, komm, wir machen jetzt. Wir machen selber Druck. Was ist denn sein Angriff rein angreifen? Was passiert denn dann? Jetzt müssen wir das ausprobieren. Ja. Fucker. Motherfucker. Verpiss dich von hier. Aus meinem Ort. Leb dein erbärmliches Leben. Wag es nicht, jemals wieder hier aufzuwachen. Wow, wow, wow. Ah, ist cool. Ist ja cool gemacht. Ich fand da, also das Spiel, der Moment, wo man merkt, dass man halt zwei von Dingern gleichzeitig blocken muss und sowas, das war ein guter Stress-Scare mit der Musik dazu und so und dem Design. Wenn du das X unten rechts siehst, kannst du nicht interagieren. WASD Move. Who unstuck car? Ich glaube, eins der Minigames hieß irgendwie I think I hit something oder sowas. Oh, der hat aber wirklich. Das sind wirklich verschiedene Genres, ne? Der Typ hat ein weites kreatives Spektrum auf jeden Fall. Ich meine, die Sachen sind jetzt vielleicht nicht in der Umsetzung so Weltklasse, dass man die jetzt unbedingt zu vollen Spiel machen müsste. Aber das eben sogar, wenn man das ein bisschen komplexer machen würde, mit mehr Tasten und sowas, mit vielleicht mehr Gegnern. Es könnte ein interessantes, es hätte ein interessantes Taktik-Horror-Game werden können. Doch das hier ist das solide gemacht, mal mit dem Spiegel an der Seite und so, ja. Jetzt gemacht. Ach, mit Q kann ich mich wirklich respawnen lassen? Okay. Ah, das meine ich mit Unstuck Car. Okay. Verstehe schon. Oh, hier passiert doch gleich irgendwas im Spiegel oder so, Mann. Eieiei. Der Banger Soundtrack. War ich in irgendwas rein? Ah, es ist. Was ist da passiert? Es ist schon cool gemacht, dass man halt durch den Namen des Spiels jetzt permanent nervös auf die Straße guckt und nichts überfahren will. Wenn jetzt richtiger Meme-Lord werden, richtig mit dem Namen spielen würde, würde man jetzt einfach wirklich 2-3 Minuten oder 5 Minuten wirklich lang fahren, es passiert nichts. Und jetzt einfach mit der Anxiety spielt, dass man halt damit rechnet, dass man irgendwas überfahren würde. Sehe ich da irgendwas? Ne. Was? Ich glaube, ich habe was angefahren. Ist das? Ach so, ich muss. Was? Das war ein bisschen unklar. Ich habe gesehen, dass man am Anfang durchs X nichts drücken konnte.
Ich glaube, es ging irgendwann weg. Oh no. Was ist das? Ist das hier so ein Headcrab-Monster aus Half-Life? Nee, das ist. Okay, das ist groß. What the fuck? Okay, kann ich mich verstecken oder so? Was kann ich machen? Abgeschlossen? Hi. The fuck? Wo ist es hin? Es wirkt, als ob ein Auto atmen würde, aber ist unten im Auto drin oder so? Oder krabbelt es übers Auto drüber? Oh, what the fuck? Das ist einfach Superman mit dem Cape. Das ist stark. Sounddesign, Mann. Oh. Was? Jetzt war doch gerade drin, oder nicht? Hab ich die Tür wieder zugemacht? Der Typ, der versteht Cinematografie, ne? Ich meine, hier mit dem Versuchen des Startens und jedes Mal dreht sich die Kamera ein bisschen weiter von oben. Der Typ mag Filme. Der Typ mag die gleichen Filme, die ich mag. Was ist das? Ein rotes Licht? So ein Mothman-Ding oder so. Ich weiß nichts über den Mythos oder die Figur. Vielleicht, weil ich meine damit ein rotes Licht irgendwo. Vielleicht war das? Ich weiß es nicht. Das war solide. Ich meine, es war jetzt auch eher so ein interaktives kurzes Filmchen, aber es war gut gemacht. Ich bin thinking, I think too much. Gute Quote. Anxiety-filled trauma looking down all these years. No, sometimes you want the world to slow-mo or some fucking shit. Freeze in hell, stop in motion. Maybe meet the devil through God's door. Get an answer to my head. Looking down the last 8 years to the point where I'm slumping with all this weight. Mm. Kicking any pebble on the road for any sort of flaccid joy. Das ist sehr nachvollziehbar. But today, ich gut. Just a little different today. Just a little. Something in the air. Das Spiel heißt übrigens Don't Look Up und wir können nicht höher schauen als so. Das ist stark. Barren. A juxtaposed form from yesterday. I finally felt alive. Ich habe gut gehört, wie er auf die nächste Seite geklickt hat in seinem Skript. Even just for a second. I decided to look up today. Und was ist hier? Was sehen wir hier? What? What the hell? Jesus.
What? Ja, es... Be reactive, click, type, live. Keyboard, mouse only. Repeat, repeat, compulsion. Das war schräg, aber es war nicht schlecht, es war auch interessant. Boah, ich mag sein Sounddesign. Ich meine, es war natürlich jetzt handwerklich ein bisschen fragwürdig, wie es mit dem Skript hört und sowas. Oh. To die. I can't lose you. Get up! Those fucking things are here. Let's go! Shit! Hide! Hide in the fucking closet! Mein Mikrofon ist sehr im Weg zum Tippen. Muss ich schnell tippen? Wollte ich die Maus? Was muss ich machen? They're gone. Let's go to the hallway. We're going downstairs. Okay. Stop. Don't move. Shh. I'm listening. In the office. Ah, lang. Das ist fucking Wario Land als Horror Game. Großes Durchschneidetool, ne? Boltcutters von das? Manchmal schon. Hier? Ja, ich hab schon. Ja? Cooles Konzept. Cooles Konzept. Is this the same house? I think we lost it. I'm lost. Das ist cool. Das muss gleich noch was zu sagen. Muss ich was finden hier oder so? My mind's clear. My mind's fucking clear. Time's reversing. Okay. Hey, you. Don't listen to the other person. That's not fucking. Wake up. Soll ich das Gegenteil von dem machen, was er sagt, vielleicht? Oh, das ist ein bisschen Erebos Heaven mäßig. Ich finde das gut. Get up! Nee. My mind's clear. Nee, it's gonna repeat, oder? It's fucking clear. Time's reversing. Okay. Hey, you. Don't listen to the other person. That's not fucking. Wake up. What the hell? Okay, ich probier's einfach nochmal durchzuspielen. Get up. Get up!
Ich, das Sounddesign, die Sätze, das Pacing von Sachen, die gesagt sind, danach die dramatische Musik. I'm in the fucking closet. Das ist jetzt vielleicht nicht von der Umsetzung Weltklasse bis jetzt, weil es sein erstes Projekt war, aber ich verstehe genau, was er damit erreichen will, die Atmosphäre, die er rüberbringen will. Das finde ich sehr cool. Viele der Sachen würde ich genau so machen in einem eigenen Spiel. Und dieses We lost it und das I'm lost mit der Pause und dann diese einsetzenden dramatischen Terrormusik, das ist gut. Ich verstehe, was er machen will. I think they're gone. Let's go. Es ist alles noch sehr grob hier in der Umsetzung, aber der Typ hat in sich, der hat die Fähigkeit in sich oder den Spirit, um einen Stop. Der großartigste Horror-Games ever zu machen. Wenn er mir wirklich richtig viel Zeit in ein Ding stecken würde, ich glaube, ey, wir werden noch mal was richtig Starkes von dem bekommen. Was für ein Bedroom? Da hin. What are you doing? Was? Run. Wo ist das Window? Oh shit. Wo war denn das Window? Unten irgendwo? Time's reversing. Okay, wir probieren es nochmal. Wake up. Ja. I thought we were going to die. I can't lose you. Get up! Es ist halt in irgendeiner Form einfach ein Puzzle. Es ist vielleicht ein bisschen frustrierend, weil die jetzt von vorne anfangen muss, vor allem weil die Dialoge sehr, sehr lang gehen. Hide in the fucking closet. Man sollte vielleicht ein bisschen die Dialogfetzen überspringen können, wenn man es jetzt zum dritten Mal durchgeht. Aber unten links war anscheinend richtig in dem Zimmer. Okay. I think they're gone. Let's go. To the hallway. We're going downstairs. Okay. Stop! Don't move. Shh. I'm listening. Muss ich jetzt manuell laufen oder wie ist das? Stay. He's scribbling my sleep for years. Taking my body is a joyride in your sick, perverted depression. I'm not surviving this life anymore. I wanna actually live! Don't do it! Okay, also so ein Wegrennen vor den eigenen Dämonen mäßig? Oh. Okay, nächstes Game. Shoot, swing, reload, interact. You have 8 bullets. You can shoot in cutscenes. Ja. We have a situation near Elm Street and Chrono Lane. Any units in the area, stand by. Possible domestic abuse. Multiple calls by surrounding neighbors hearing screams. History of calls prior of today saying the father of this residence punished his Dispatch 995, this is P423. Yeah. I'm on my way to the residence now. Er braucht mal mehr Voice Actor als sich selbst. Aber P423, address sent. Advise, please use caution. Father has a battery charger in P45 entanglement. Name is Roger Pollen. Yeah.
Es ist ein bisschen unglücklich, dass zwei Games, die mit sehr viel schwarzem Hintergrund, Text, Subtitles anfangen, hätte man vielleicht die Reihenfolge der Spiele ein bisschen ändern können. Damit eins ohne so ein Intro nach dem kommt, wo man halt nur fast nur mehr Text gespielt hat. Aber weil so fällt sehr auf, dass er die Stilmittel gerne nutzt. Also einfach, das Spiel spielt in deinem Kopf ab und du liest einfach nur, hörst nur die Stimmen. We have a noise complaint. Please come. Manchmal ist ohne Untertitel sogar besser hier. I need you to respond and open the. Fuck! Dispatch, screaming coming from inside. I'm welcoming myself in. You have authority. Okay. Ja, das ist. Die Inszenierung ist immer noch echt stark. Hier mit dem Titelscreen. Das letzte Wort wurde nicht gezeigt, so in dem Moment treten wir halt die Tür ein. Der Mann mag Filme. Der Mann mag Filme. Der Mann mag gute Filme. Alright. Also wir wurden als Cop halt hier hingerufen. Oh Gott. What the fuck, tut's gut. Weil die irgendwie Nachbarn Schreie gehört haben. Ist das Erebos Heaven House hier? So ein bisschen. Sind zumindest gleiche Assets, die sich wiederholen. Das sieht man schon. Ich da rein? Nee. Oh, ich kann einfach nachladen, wenn ich nur gut. Was sind? Kann ich reinzoomen? Nee. Gut, schauen wir mal oben. I'm coming upstairs. Please stay where you are and no sudden movements. Aha. Wo? Hier. Okay. Meinst du? Ja, ist eine gute Frage. Wir haben gehört, wie Glas kaputt gegangen ist, aber ist nichts. Interessant. Hallo? Hey! Hands in the air! I said, hands in the fucking stand down! It's a fucking infestation. Was? Ein Befall von was? Passiert sowas öfter hier in der Welt? Oh. What? What the fuck? Das war mehr als 8 Schuss. What? Turn away from me! What the hell ist das alles? What the fuck? Dispatch, this is no domestic abuse call. It's a fucking shit show. Paranormal activity in this house, requesting assistance. P423, I'm pinging spectral teams nearby. Spectral teams. From Patrol Wolf to Survival Sheep. Patrol Wolf to Survival Sheep. What the hell? Okay, wir müssen hier raus. Hey, stay where you are. Dispatch, there's a girl here. She looks like one of those fucking things, but is coherent. She's talking to me. Ask her when conversion started. When did this all fucking start? I don't really remember. A few hours ago? Dispatch, she said a few hours ago. Roger, get her out of there with you now. Let's go. Stay behind me. Okay. Kind, was mit einem rumläuft auch. Ja, wir wissen, woher wir das kennen. Okay. Und der vertrauen wir? Jesus. Oh, ich hab nach! Holy shit. Geh nochmal nachladen vielleicht? Oh! Oh. Hi. Okay, können wir raus? Fuck. Natürlich nicht. Fuck you, Allison. Fuck you, House. Whoever the fuck started this shit.
Dispatch, I'm stuck in this damn house. Front door is close shut. Durch was? It's keeping me inside. Spectral Team 27 is heading your way. Comms will be open between you two. Follow any of their orders. Okay. This is Spectral Team 27. We're in the vehicle speeding your way. ATA, 6 minutes. Stay put. Stay alive. Alright. Ich kann mich nicht drehen, ich kann nur nach vorne gehen. Sehr langsam. Okay. Wo hab ich den Baseballschläger her? Holy shit. So, Waffe, okay. Okay. Wir gehen hier raus. Die sehen halt irgendwie nichts mehr so gut. Ist einer von denen wahrscheinlich? Oh. What do you mean? Not here, those things. I'm sorry. They took me to the other side already. What the fuck is coming downstairs then? Okay, gute Line. Gute Line. Okay, in der echten Welt waren wir nicht mehr im Basement. Wir haben halt gehört, wie irgendjemand die Treppen runtergekommen ist. Ich frage mich, warum wir noch die Verbindung zu denen hatten, mit denen reden konnten, aber anscheinend geht die Verbindung halt da durch. Okay, das finde ich gut. Absolut jeder Job ist von ihm gemacht. Ja, und dann haben wir halt mitbekommen, wie irgendwas anderes bei uns runtergekommen ist. Wir wissen nicht, was, weil wir nichts mehr sehen konnten. Ja? Ja, auch stark. Auch solide. Bye-bye. Ja, ey. Ich werde, glaube ich, auf jedes der neuen Projekte sehr gehypt sein. Hier waren natürlich alle Sachen ein bisschen grob und vielleicht ein paar Pacing-Probleme mit der Abfolge der Spiele. Ich hätte jetzt vielleicht nicht das eine Audio-Adventure mit den Wario-Land-Dingern direkt vor das hier gemacht, was sehr viel Blackscreen und Untertitel lesen war. Aber die waren alle cool. Die hatten alle was Eigenes, die hatten alle was Cooles. Habe ich irgendwas verpasst jetzt? A Peep haben wir, Intermission haben wir, Repeat, Repeat, Compulsion haben wir, Don't Lock Up haben wir, I Think I Hit Something haben wir, A Sheep's Gun haben wir auch. Okay, ja. Die waren, Ja, das waren halt alles einfach Konzepte und Ideen, die irgendwie cool rübergebracht waren.
die jetzt nicht mal unbedingt irgendwie jetzt gameplay-technisch Weltklasse sein muss. Ein paar davon waren im Endeffekt nur einfach interaktive Filme, aber die haben mir zum Großteil alle gefallen. Doch, ich habe 1,5 Monate noch, bis der nächste Spiel rauskommt. Ich werde mich freuen. Ich glaube, in den nächsten paar Tagen kommt doch die Eroboss Heaven Steam-Version raus. Die werde ich vielleicht mal in einem Stream spielen. Ich streame jetzt ja wieder mehr oder weniger regelmäßig auf YouTube. Gestern habe ich gestreamt. Heute haben wir Dark Souls gestreamt zusammen auf Jodys Kanal. Schaut da bitte mal alle vorbei, falls ihr sehen wollt, wie wir weiter Dark Souls spielen. Und ja, ich glaube, das Eroboss Heaven Ding würde ich halt nicht für ein Video machen, sondern für den Stream dann oder so. Und sonst schreibt mir Kommentare, welches von den Spielen euch am besten gefallen hat, welche Idee ihr am coolsten fandet, ob ihr hier Bonustheorien habt. Vor allem vielleicht für dieses Extended Universe, ein Overthinker-Ding, wo es halt ein bisschen wirkt, als ob ihr irgendwie so einen analogen Horror-Ding, Konzept, Universumskram zusammenbauen will. Weil halt viele seiner Spiele irgendwie diese Radioübertragung oder TV-News haben, wo darüber geredet wird, dass halt irgendwas in der echten Welt passiert ist, was irgendwie dafür gesorgt hat, dass das alles so wirkt hier. Ja, vielleicht ist einfach nur so ein Stilmittel, was er gern mag. Wer weiß. Na gut, hat mir gefallen. Interessant. Als einzelne Spiele wären vielleicht jetzt alle nicht so gut gewesen, aber als Sammlung hat es ein paar coole Ideen gezeigt, die er hat. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben da oder nach unten, egal.